Nachdem vermutet wird, dass ein abgängiger Mann in der Wohnung seiner Noch-Ehefrau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, zählt jede Minute. Die Spezialeinheit Vega kümmert sich um die Öffnung der Wohnungstüre. Beide drin? Beide Bewusstsein. Okay. Interessant. Danke. Okay. Der links, da noch der Küche. Warum machen Sie die Türe nicht auf? Geh bitte, geschlafen. Wir haben gepumpert, das ganze Haus war munter, nur ist's nicht. Was ist mit ihm? Was hat er für ein Problem? Was soll ich sein? Naja, ist ja nicht normal, oder? So wie der da liegt. Nicht normal. Na, ist er krank? Hier drin schaut so aus, dass im Schlafzimmer zwei Personen vorgefunden worden sind. Eben diese zwei beiden, die wir eh gesucht haben, die Frau, die, der die Wohnung, die Hauptmieterin, plus den zweiten Herrn, der da eh angemeldet ist. Wobei der Mann sich sehr eigenartig benimmt, beziehungsweise überhaupt kein Benehmen hat. Wir werden jetzt einmal die Rettung holen. Wer ist irgendwie abwesend? Müssen wir schauen, was mit dem ist. Was Verletzungen hat er keine offensichtlichen. Aber es schaut aus, als wäre er beeinträchtigt durch irgendwas. Sie gehen nicht rein, bitte. Es ist, er lebt, es passt. Sind alle da? Er ist da, es ist alles gut. Ja. Aber Sie gehen jetzt trotzdem bitte nicht rein. Wir holen jetzt sicherheitshalber die Rettung. Das schaut er mal an, ob alles in Ordnung ist mit ihm, gell? Wie gesagt, und jetzt muss ich noch mit ihr sprechen und schauen wir mal, was sie sagt. Weil das muss ihr ja auch aufgefallen sein, dass der sie eigentlich nicht mehr so besonders gut rührt. Gewalttat an sich liegt keine vor. Dass er jetzt im Bett von der Noch-Ehefrau liegt, wird wieder die neue Freundin, die da unten wart, nicht sehr freuen. Aber das können wir sich natürlich nicht kümmern. Letztendlich wird es eine Gefahrenerforschung werden mit den Maßnahmen von der Vega, mit Einschreiten vom Rettungsdienst. Und das werden wir dann so dokumentieren. Und was dann beziehungstechnisch rauskommt, müssen sich die Herrschaften selber ausmachen. Während sich die Rettung um den scheinbar bewusstlosen Mann kümmert, versuchen die Beamten in der Wohnung mögliche Hinweise auf eine Vergiftung oder ein anderes Verbrechen sicherzustellen. Die Frau will vom Zustand ihres Noch-Ehemannes nichts bemerkt haben. Im Mistkübel waren mehrere Packungen leerer Medikamentenstreifen. Wir haben es jetzt einmal kurz gegoogelt und die Kollegen von der Rettung haben es auch angeschaut. Das sind an sich nur Bluthochdruck-Medikamente. Also jetzt nicht, augenscheinlich jetzt nicht wirklich etwas, wo man jetzt eine strafbare Handlung damit begehen kann. Was jetzt mein medizinisches Laienwissen hergibt. Wir haben jetzt da die Sachen, die für uns wichtig sind. Es sind offene Getränkeflaschen. Fotografiert und wir haben es auch noch fotografiert, dass schon seine gesamten Gewandbestände alle schon fein säuberlich in Taschen zusammengepackt war, weil einfach für uns eigentlich alles dagegen spricht, dass es zu diesem Ausgang kommt, nämlich dass er neben der Frau, von der er sich eigentlich 10 Minuten vorher trennen wollte, im Ehebett daneben liegt. Das ist einfach für uns nicht schlüssig nachvollziehbar, wenn die neue Flamme und ein paar Bekannte unten warten, weil er nur kurz Schluss machen geht und dann durch was auch immer für Substanzen beeinträchtigt neben mir im Bett liegt. Das ist jetzt für uns mit einer gewissen Lebenserfahrung nicht vereinbar. Na gut, dass angerufen haben rechtzeitig, gell? Wer weiß, was noch alles passiert war. Sie hat gesagt, er ist heute erst gegen 8 nach Hause gekommen. Kann das sein? Nein. Nein. Ja, bis am Abend. Von bis am Abend. Okay. Er hat ja mit der SMS geschrieben. Ja. Die letzte SMS war, glaube ich, um 12 Uhr. Ja, gesagt. Mitternacht, ja, genau, richtig. Ja. Das sehen Sie auch auf sein Handy. Ja, ja. Jetzt ist ja natürlich die Frage, welche Versionen stimmen. Sie stimmen einmal vom Inhalt her grundsätzlich überhaupt nicht überein. Welche jetzt letztendlich wahr ist, wissen wir natürlich auch nicht. Die Polizei wird sich wieder bei Ihnen melden, gell, wegen dieser Geschichte. Ja. Okay, gut, alles dann. Im Spital, ja. Gut, okay, wiederschauen. Im Nachhinein erfahren die Beamten, dass der Mann noch vor der Blutabnahme aus dem Krankenhaus geflüchtet ist.
Also eine sehr eigenartige Geschichte. Komplett. Mit dem möchte ich einmal anfangen. Komplett. Und vor allem, wo ist denn sein Handy jetzt wirklich? Das weiß ich auch nicht. Ne? Sehr komisch. Wo wir ja zuerst geglaubt haben, vielleicht wir wollen da vielleicht irgendwas zu Fleisch oder was machen, das war es offenbar nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein. Die haben wirklich Suchen. Ja, die haben Suchen gehabt. Der, ja, der hat ja schon fast gewarnt, der Opfer. Richtig, ja, und eigentlich gar nicht unberechtigt. Gell? Nein, nicht unberechtigt. Ja. Die haben ein gutes Gefühl gehabt. Ja. Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian sind im Team der Polizeiinspektion Brunnengasse. Eine von insgesamt 4 Dienststellen im 16. Wiener Gemeindebezirk. Wir sind da herbeordert worden, weil angeblich jemand was vom Dach runterwirft. Wir müssen da jetzt einmal schauen. Der Herr hat das auch gesehen. Aber ich sehe jetzt eigentlich da nichts. Was hat er da runtergehauen? Müssen wir mal schauen. Ah. Ach so, das da. Schau, den Kies, ja. Den Kies da. Ja. Hat er die Autos auch erwischt? Ja. Na schön, aber ich sehe. Ja, der hat einen Schaden. Ah ja, da schon. Mhm. Haben Sie ihn jetzt gerade erst herpackt? Ja. Die Steine? Ja. Ich bin dann ausgestiegen, mein Auto ist Gott sei Dank nicht raus. Nicht erwischt, gut, okay, passt, ja. Wissen Sie, von wo das gekommen ist? Ich habe einen noch gehört, da. Ja. Aber ich habe dann rausgeschaut, habe niemanden gesehen. Also ja. Nehmen wir mal an, von oben irgendwo. Karin und Christian verschaffen sich Zugang zum Dach des Wohnhauses und hoffen, den oder die Täter der Sachbeschädigung noch dort anzutreffen. Das ist die Frage ist, wer so Steine hat. Ja, genau, das schauen wir halt einfach durch. Da sind Steine. Da sind welche, ja. Es hat jemand Steine von herum runtergeworfen auf die Autos. Nichts gesehen. Nein. Schade. Ich war zwar kurz mal herum, aber ja. Ja, okay, super. Danke sehr. Danke. Da, wo die Kollegen stehen, dort beim roten Auto, also in der Höhe war das. Mhm. Also es dürfte die Nachbar stehen sein. Ja. Ja. Und wo ist der Steiner draufgeflogen? Na, auf das vor Rot, roten. Aufs Rote, aufs Schwarze und ja, vor dem Roten bis zum Silbernen rüber. Ja, ja. Also mehrmals, die haben mehrmals runtergeschossen, so handvoll halt. Nicht? Und da hat schon ein Passant gerufen und Gott sei Dank haben die den nicht erwischt. Und auch die Hausparteien von vis-à-vis vom Haus und dann war kurz eine Ruhe und 5 Minuten später ist wieder angegangen. Es kann aber auch sein, dass welche Leute sich kennen. Ja. Und da aufgingen und ja. Schulkollegen. Ja, ja, oder ich zeige dir das, schau, wie man da schön runterschauen kann oder wie man schön Steine werfen kann. Ja, naja, ja das kann, hat ja theoretisch jeder hier Zugriff, weil man ja, kann freilich, auch ja. Auf ja, ja. Rauf. Ja, ja, freilich. Ist direkt da. Aber so. Es ist auf jeden Fall einer vom Haus. Ne? Also oder es muss irgendeiner, der den besucht hat, ja genau, ja, richtig. Ja. Und vor allem, ich meine, ich komme ja nicht zu Besuch und habe einen Sackel Steine mit. Ne? Also das muss ja von ich da irgendwo sein. Ja, ja. Das schauen wir jetzt an, schauen wir mal, wie das ist. Ja, nein, und darum bin ich jetzt durchgegangen und habe geschaut, ob ich durchs Glas sehe, ob irgendwer Steine hat. Ja, gut. Man muss okay. Alles ja ey, genau. Danke für die Auskunft. Danke, wiederschauen. Da sie keinerlei Indizien für die Tat finden können, verlassen die Beamten das Gebäude. Doch plötzlich bekommen sie einen neuen Hinweis. Eine Zeugin hat gerade eben hinuntergerufen, dass sie mehr als 2 Mädchen gesehen hat, die auf dem Dach gegenüber, nämlich in der mit Steinen in der Hand herumgelaufen sind. Im Stiegenhaus treffen die Polizisten ein Mädchen an, das die Tat sofort gesteht und sie zur Wohnung ihrer Freundin führt. So, was macht sie mit den Steinen am Garten um? Was macht sie mit den Steinen um am Garten? Wie um? Na, und von der Dachterrasse? Wir haben für, also auf unserer Terrasse. Ja, schon, aber wieso schmeißt das runter? Ist eine blöde Idee gewesen, oder? Mhm. Gehen wir mal rein, komm. Sind die Eltern zu Hause bei? Ja, nein, niemand ist zu Hause, oder? Nein, ich schaue heute alleine. Weißt du, wieso macht es so einen Blödsinn, bitte? Es sind 2 Autos kaputt. Ja. Und das ist nicht, was man aber was jetzt nicht mehr bezahlen trifft kann. Aber was am Kopf? Du triffst dann am Kopf, wirklich. Echt. Letztendlich war es dann so, dass 3 12-jährige Mädchen, aus was für einem Grund auch immer, keine Ahnung, was das Motiv dahinter war, halt Steine auf die Fahrbahn geworfen haben. Offensichtlich halt in absoluter Unkenntnis darüber,
in was für Gefahr sie andere Menschen begeben haben, weil einfach von dieser Höhe der Stein mit 3-4 cm Durchmesser einfach ein Wahnsinnswurfgeschoss ist. Und wenn man sich die Beschädigungen vom Autodach anschaut, wenn man das dann analog überträgt auf eine Schädeldecke, wäre das doch dann im Bereich von doch sehr massiven Verletzungen. Das Glück bei den Mädchen ist, dass die das erstens einmal wahrscheinlich noch nie gemacht haben und das zweite, sie waren nicht strafmündig, also sie sind unter 14 Jahre und somit ist das nicht strafbar für die Mädchen. Es werden auch die Eltern nicht herangezogen oder bestraft für die Kinder, aber es muss natürlich der Schaden, der entstanden ist, ersetzt werden und das müssen dann die Eltern übernehmen, beziehungsweise wenn es vielleicht eine Versicherung gibt, eine Haushaltsversicherung, übernehmen die das. 6x2. Ich muss mich erst einmal gewöhnen an dieses komische Auto da, weil die haben so gute Bremsen, gell? Ja. Jetzt warten wir, warum man ein Sicherheitsgurt hat, weil da hat es sonst viele. Vermutlich eine Alterssicherung. Also so gute Breite. Ja. Was will er denn? Ja, verstanden. Grüße. Ich muss eine Verlustanzeige machen. Was haben Sie denn verloren? Mein E-Karte und Führerschein. Ah, ein Führerschein, ja, das ist gut, weil die andere Verlustanzeige wäre bei der Gemeinde. Okay. Da hinten ist gleich ums Eck, wenn Sie da vorgehen, rechts ist die Polizei. Was, danke schön. Ja, bitte, wiederschauen. Ich frage mich dann immer, was würden Sie gerade machen, wenn Sie nicht gerade die Polizei sind? Was würden Sie alle machen? Vor allem, du brauchst heutzutage ja wirklich alles googeln. Und dadurch, dass ja jeder Obdachlose ein Smartphone hat. Nein, er muss ja da irgendwie herkommen sein. Abgesehen davon, sonst, ja. Ich meine, der muss ja wissen, da irgendwo muss das sein. Ja, oder fällt mir das jetzt gerade ein? Ja, ich würde gerade sagen, außer du hast so Leute, was die hörst jetzt sicher gerade der Polizei. Vor zwei Wochen habe ich meinen Führerschein verloren. Ich könnte mal fragen. Vielleicht können einem die herzaubern. Ja. Plötzlich werden Karin und Christian Zeugen eines Unfalls. Was ist jetzt passiert? Zwei Fahrzeuge scheinen zusammengestoßen zu sein. Es stellt sich heraus, dass der Unfall von einem Lenker beim Spurwechsel verursacht wurde. Schäfer hat, das war da vorne. Ja. Ich wollte da einen Spurwechsel machen. Ja. Der BMW rechts auf der Seite ist auf die Bremsen gekupft. Ja. Es war aber nur grün, ich bin wieder links zurück. Also wer war ist der BMW? Ja, der ist weggefahren. Achso, das war ein Fahrerflüchtiger. Naja, Fahrerflüchtig. Ich habe ihn nicht berührt oder sonst was. Ja. Weil es war grün, ich wollte einen Spurwechsel machen, damit ich nicht da herkomme. Er ist stehen geblieben, weil es grün war noch. So, dann war rot, der Herr ist dann ausgewichen. Ja. Also ich bin dann wieder auf meinen Vorstreifen. Er wollte wieder auf seine Spur wieder zurück. Also ich war noch nicht ganz, ich war so halb drüben. Spur gerade und er ist noch links hinten. Nein, ich bin nicht dir, sondern sie sind mir, dass sie durch den Fahrstreifen wechseln. Ja, wurscht, wie auch immer, es ist zu so einem Zusammenstoß gekommen, dann beim Spurwechsel irgendwie so war das ja auch. Aber wir können auch selber einen Unfall berichten. Ja, weil nämlich es kostet nämlich 36 Euro, wenn Sie jetzt da aufnehmen. Haben Sie einen Führerschein? Ich habe einen Führerschein, ja. Und Sie haben auch einen Führerschein? Ja, zeigen Sie den her. Ja, gerne. Ich habe ihn leider nicht mit, meiner Frau schickt mir jetzt. Haben Sie einen anderen Ausweis? Ich habe leider nichts, gar nichts mit. Ich das ist jetzt schlecht. Chance. Na, dann muss wer herkommen, der das bestätigt, wer Sie sind. Anders geht's nicht. So, da ist mein Führerschein. Das nutzt uns nichts. Das nützt nicht. Nein, es nutzt nichts. Also aber Sie gehen kaum. Ja, richtig, es muss wer herkommen. Oder Sie müssen mit mir kurz mitfahren und ich schaue, wer Sie wirklich sind. Ja, kein Problem. Okay. Aber zeigen Sie mir das einmal. Der Herr hat seinen Führerschein leider nicht mit. Es ist zu einem Unfall gekommen und jetzt müssen wir die Daten feststellen. Seine Frau hat er, die Frau war das, gell? Die Frau, ja. Die Frau hat er ersucht, dass die ein Bild macht vom vergessenen Führerschein und ihm schickt. Das hat sie jetzt gemacht und von da schreibe ich mir jetzt die Daten ab. Nichtsdestotrotz müssen wir das trotzdem überprüfen, weil man kann ja über ein Foto allerhand Sachen verändern oder sonst was. Wir müssen feststellen, ob das der Herr wirklich ist. Der Herr vor mir hat einen Fahrstreifenwechsel durchgeführt auf der rechten Seite. Irgendein anderes Auto, was auf der rechten Seite war, also auf den rechten Fahrstreifen, hat abgebremst. Das vordere Fahrzeug hat es nicht geschafft, den Streifen zu wechseln und ist dann eben wieder zurück in seinen Streifen gefahren und hat mich touchiert. Verschuldensfrage wird von uns sowieso nicht festgestellt. Das ist auch eines von vielen Irrtümern, warum
Fahrzeuglenkerinnen die Polizei anrufen, weil wir glauben, wir kommen jetzt hin und machen von einer Lichtbildbeilage bis gleich über einen Sachverständigengutachten und am besten gleich mit einem Urteil auch. Das ist aber nicht so. Also wir nehmen das genauso auf. Im Endeffekt, bei einem normalen Sachschaden nehmen wir eigentlich sogar weniger auf, als sich die Parteien mit einem Formular, mit einem Unfallsbericht vermerken würden. Und mehr machen wir nicht. Also das ist dann eine reine Versicherungsgeschichte, die nachher das feststellt aufgrund von Sachverständigen und was auch immer. Aber wir stellen überhaupt kein Verschulden fest. Und die Kennzeichentafel ist aber auch nicht jetzt runtergeflogen, oder? Nein, das Nein. ist schon vorher runtergeflogen. Ja. Ich habe eine neue bestellt, ja. Die bekomme ich erst am Montag. Fahren wir in die Boltzmann-Gassen. Ja, okay. Ja. Fahren wir rüber. In der nahegelegenen Polizeiinspektion wird die vom Mann angegebene Identität überprüft und auch entschieden, ob das Fahren ohne Kennzeichentafel für ihn ein Nachspiel hat. Der Lenker nimmt das Prozedere gelassen. Ich bin mir keiner Schuld bewusst und ja, ich verliere halt nur ein bisschen Zeit, weil ich zur Arbeit gehen muss. Also die Angaben an sich stimmen. Wir haben einen gültigen Führerschein. Versicherung brauchen wir. Versicherung ist generell. Also gültigen Führerschein mit dem Fahrzeugpass Dollars und somit ist es für uns hinsichtlich des Verkehrsunfalls erledigt. Die Karin füllt noch schnell das Formular aus, dass wir den Herrn gleich eine Abschrift geben können. Somit muss er nicht irgendwo hinfahren, sich eine Bestätigung holen. Den anderen Herrn melden wir es und somit hat jeder das für seine Versicherung. Alles andere machen dann Versicherungen. Wissen Sie, wer davon das nicht genau hat? Okay, ja. Gut. Ja, wirklich, weil das ist dann sehr teuer. Okay. Okay, gut. Das ist halt die Bestätigung. Das schicke ich meiner Versicherung. Nein, Sie schicken es Ihrer Versicherung, genau, richtig. Und dann rühren Sie noch bei der Versicherung, bei der gegnerischen, weil Sie ja meinen, dass er schuldig ist, nicht? Ja, gut, das wird sich die Versicherung dann nicht. Nur, dass die wissen von Ihnen, weil die machen dann eine Schadensbesichtigung bei Ihrem Fahrzeug. Weiß ich. Gell? Okay. Ja? Gut. Das wird sich dann eh ausgestritten. Ja, genau, richtig. Das Einzige, was noch dazu kommt, ist halt, dass wir die Adresse melden, die es nicht umgemeldet haben. Gell? Ist okay. Okay, gut, passt. Gut. Dankeschön. Danke auch. Ein Autogramm von mir. Von mir haben Sie schon eins. Vielleicht nein, danach. Von mir haben Sie schon eins. Super, das werde ich mir einreihen. Gut, Baba, wiederschauen. Schönen Tag wiederschauen. Gleich bei Wachzimmer Otterkring. Bei einer nächtlichen Streife lenkt ein Autofahrer die Aufmerksamkeit von Karin auf sich. Was macht er? Ist der auch gesoffen? Weil so kann man nicht einparken, oder? Nein, so kann man nicht einparken. Der Mann gibt seiner Müdigkeit die Schuld. Doch Karin lässt nicht locker. Irgendwas stimmt mit Ihnen nicht, weil Sie haben so derart glasige Augen. Beim Einparken haben Sie eine Uhr schwer da. Da hat es ja was. Ein Alkotest soll Gewissheit schaffen. Otterkringer Kontrollinspektorin Karin ist seit mittlerweile 25 Jahren bei der Polizei. Kein Wunder also, dass ihr keine Ungereimtheit entgeht. Was macht der? Ist der auch gesoffen? Weil so kann man nicht einparken, oder? Nein, so kann man nicht einparken. Wo kriegen wir jetzt einen Alkoholtest her? Grüß Gott, guten Tag, Verkehrskontrolle. Wenn Sie mir bitte Führerschein und Zulassungsschein aushändigen. Was ist denn da passiert? Ja, am Fenster, was ist kaputt? Kaputt, Fahrrad, ja. Ja, und wie lange sind die schon kaputt? Die sind erst seit ein paar Tagen erst kaputt. Aha, gut. Und das sind beide erst kaputt. Ja. Machst du einen Vortester? Ja. Beide gleich, drüben auch. Na, servus. Dankeschön. Haben Sie alkoholische Getränke konsumiert? Nein, nein. Haben Sie sonst irgendwas anderes konsumiert? Sie haben ganz glasige Augen. Nein, habe ich nicht. Nicht? Gut. Gar nichts. Gut, ich werde es überprüfen. Die Kollegen kommen mit Alkotestgerät. Okay. Bahnenträg, Verbandspaket, Warnweste haben Sie mit? Ja. Das Erste ist, dass Sie... Ja, danke. Dass Sie der Herr schwer da hat, da einzuparken. Und das Zweite ist, dass da Holzkeile beim Fenster verankert sind.
Und da wollte ich jetzt wissen, warum eigentlich. Aber der Herr hat gesagt, es sind ihm die Fensterheber kaputt gegangen. Ja. Danke sehr. Wann haben Sie das letzte Mal reingeschaut? Vor 2 Wochen oder so hat man auch die Polizei aufgehört. Ah ja, und der hat das dann, passt das. Wie lange haben Sie schon nicht geschlafen? Ich bin heute in der Früh aufgestanden. Sehr früh und habe bis um 2 oder 3 nicht geschlafen. Mhm. Ja. Gut, okay. Also können Sie nicht herumfahren? Das darf man ja nicht. Bitte? Wem stört das? Wem stört das? Da gibt es gesetzliche Vorschriften, wie ein Fahrzeug auszuschauen hat. Aber mit Schraubenzieher oder Holzkeil steht da nichts drin. Aber ich glaube, das kann niemanden schädigen. Naja, aber was ist, wenn da während der Fahrt was zum Rutschen anfängt oder sonst was? Was soll denn der Rutschen tun? Nein, eh nicht auf Dauer. Naja, eben. Sie müssen es ja dann gleich reparieren lassen. Das geht ja nicht. Nein, man darf es nicht, ich sag's Ihnen. Ich habe die Teile bestellt und die sind. Ja, ja. Ich meine, es ist nicht so, dass ich Ihnen jetzt die Kennzeichen dafür annehme, aber so darf man halt auch nicht umfahren, gell? Wenn Gefahr im Verzug vorliegt, weil technische Veränderung oder Gefährdung vorliegt, wäre es möglich, dass man da die Kennzeichentafeln abnimmt, solange bis der Umstand wieder behoben ist und dass alles in Ordnung ist. Ich habe mir jetzt den Kollegen geholt mit dem Alkovortest. Wir werden jetzt einmal schauen, wie der ausgeht. Haben Sie schon mal einen Alkovortest gemacht? Mit dem breiten Ende dann hineinstecken, bitte. Genau. Und dann einfach blasen, bis zum Piepsen aufhört. Warten Sie noch. Warten Sie, der muss sich erst erholen. Jetzt da. Geht schon. Danke. Sehr gut, danke. Ein Stück wieder abnehmen. Danke. Passt, danke schön. Gut. Danke schön. Na, danke. Was hast du gegeben, Christian? 0-0. Gut, wann bringen Sie das jetzt in Ordnung? In den nächsten Tagen, sobald die Teile da sind. Ja, aber herumfahren ist nichts, gell? Mit Spazierenfahren. Also ich weiß nicht, also irgendwas stimmt mit Ihnen nicht, weil Sie haben so derart glasige Augen. Beim Einparken haben Sie eine Uhr schwer da. Da hat es ja was. Haben Sie irgendwelche Medikamente heute genommen, wegen einem Schnupfen oder sonst irgendwas, einen Hustensaft oder sonst was? Nein, gar nicht. Schau mal. Schon arg, gell? Sie lassen die Augen offen, ja? Ja. Nein, das ist super verklärt. Passt super. Ja. Gut, die Pupillenreaktion beim Nichteinfall. Wie war das? Ich habe nicht gehört. Inwiefern sie sich verändert, wenn jetzt da ein Lichteinfall in die Pupille kommt und die Pupille eine Reaktion zeigt, dann spricht dich jetzt nicht dafür, dass er irgendwie unter Drogeneinfluss oder irgendwas steht. Dadurch, dass der Vortester 0-0 war, er doch relativ glasige Augen hat und sie jetzt doch beim Einpacken schwer getan hat, wo wahrscheinlich LKW-Fahrer mit Sattelschlepper ohne Reversieren reingekommen wäre. Aber es dürfte einfach nur kurze Schwäche beim Einpacken gewesen sein. Wiederschauen.